Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video zu Tag 5 meiner One Week With Me, Follow Me Around. Sag das mal 10-mal hintereinander schnell. 3-mal reicht wahrscheinlich schon. Ja, ich sitze gerade noch im Auto und bin nicht draußen und gebe euch ein Intro, weil, oh Wunder, es regnet. Yippie-yay-yay. Ich hasse dieses Wetter einfach. Ich könnte echt, das ist zum Mäusemelken, was hier momentan abgeht. Ich glaube, so in den letzten 2 Wochen hat es bei uns so viel geregnet. Das ist echt abnormal. Was steht heute auf dem Programm? Heute ist sogenanntes Easy-Peasy-Programm. Also Ruby war ja heute Morgen schon auf Koppel, Gott sei Dank ohne Regen. Und ich werde ihn heute nur laufen lassen, einfach weil er die Woche jetzt wirklich super gut geschafft hat, die letzten 4 Tage. Also der hat echt ordentlich gearbeitet. Deshalb darf er heute... Ja, sich ein bisschen in der Halle austoben wird er nicht, weil dafür hat er zu viel gearbeitet. Aber ich denke, er wird es genießen, sich schön wälzen und dann gucken wir mal, dass er sich wenigstens ein bisschen bewegt. Und dann wollte ich euch heute noch die Fütterung, quasi was hier am Stall das betrifft, zeigen. Also das tägliche Kraftfutter, was er bekommt, weil da muss ich ja auch selbst was zusammenstellen, weil er aufgrund von dem Cushing ja keinen normalen Hafer oder so mehr haben darf, was er ja früher immer bekommen hatte. Da darf ja nur noch getreidefrei ernährt werden und da gibt es ja auch Spezialfutter. Das zeige ich euch dann auch nochmal. Und im Moment weigere ich mich hier eigentlich gerade auszusteigen, weil ich keinen Bock habe, nass zu werden. Ja. Ansonsten, ja, heute ist so ein Tag, keine Ahnung, das kennt ihr bestimmt auch, wo man einfach nicht keine Lust hat, in den Stall zu gehen, das ist das falsche Wort, aber wo man einfach sagt, heute ist nicht mein Tag. Also, wo ich es auch zum Beispiel wüsste, ich würde heute schon gar nicht reiten, weil es würde gar keinen Sinn machen, weil ich einfach nicht dementsprechend gut gelaunt bin. Oder beziehungsweise nicht dementsprechend eingestellt bin. Ne? Ich habe seit Mitte der Woche so ein bisschen Rückenschmerzen auch und war vorhin bei meinem Physio, Osteo. Der hat mich da ein bisschen behandelt und ja, so ganz optimal geht es mir heute nicht. Aber es hilft ja nichts, er kann das Pferd ja nichts dafür. Deshalb möchte er trotzdem bespaßt werden. Und das werden wir natürlich auch tun. Und sobald der Regen nachgelassen hat, geht's auf zum Hasen. Nicht nur, dass es regnet, jetzt fängt es ja auch noch an zu stürmen, die Sau. Da sind wir unterwegs und gehen erstmal ein bisschen Schritt. Auch hier das gleiche wie vom Longieren. Auch vom Laufen lassen wird erstmal ausgiebig Schritt gegangen. Und ja, geputzt haben wir natürlich noch nicht, weil das macht für mich keinen Sinn. Wenn wir nämlich den gleich laufen lassen, dann wälzt er sich, ja, macht er sich dreckig. Also putzen wir immer schön danach. Hast du noch was zu sagen oder?
Ich glaube, ich habe mehr geschwitzt als mein Pferd. Ich bin auch, glaube ich, mehr gerannt als mein Pferd. Ja, also, er war jetzt nicht so hoch motiviert heute. Aber das ist auch kein Problem. Wie gesagt, es ist heute Chilltag. Da muss er jetzt auch nicht rennen, da muss er jetzt nicht viel schaffen. Der hat die Woche, wie gesagt, genug geschafft. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Schritt, bevor es dann gleich ans Putzen geht. So, meine Lieben, wir bereiten also nun Rubis Kraftfutter vor. Wie vorhin ja schon angekündigt, kriegt er ja spezielles Kraftfutter, da er aufgrund von seiner Krankheit ja weder Zucker noch Stärke noch Getreide haben darf in seinem Futter. Und ja, ich bin vor mittlerweile gut 4 Monaten umgestiegen auf das Marstallfutter. Muss dazu sagen, dass das Futter vorher, also dass ich qualitativ immer noch sehr davon überzeugt bin, Rubi es aber einfach nicht mehr gefressen hat. Er hatte, bevor wir umgestellt haben, die 6 Monate davor extrem Probleme mit Schlundverstopfungen. Ob das jetzt von dem Futter kam oder woher das kam, konnte man nicht so wirklich eruieren. Ich denke aber, er hat das mit dem Futter einfach in Verbindung gebracht und hat es deshalb einfach nicht mehr gefressen. Also wir haben so viel Futter am Ende weggeschmissen, weil er es einfach im Trog liegen lassen hat, weil er nicht mehr dran gegangen ist und deshalb haben wir uns dann entschlossen, wirklich auch das Kraftfutter komplett umzustellen. Und ich muss sagen, ich bereue es tatsächlich absolut nicht, weil das Pferd wirklich mit so einer Freude wieder sein Futter frisst. Und ihr habt das ja vorgestern schon in dem Video gesehen mit dem Abendfutter, dass er wirklich da steht und giert und denkt, juhu, es gibt was zu essen. Und das hatten wir ja bestimmt ein Jahr nicht mehr, dass er selbst sich auf das Abendfutter so freut. Und ja, da geht mir natürlich persönlich das Herz auf, wenn ich sehe, dass es dem Pferd schmeckt, dass es auch noch gut tut. Und genau. Also wie gesagt, ich bin auf Marstall umgestiegen. Das heißt, als Kraftfutter bekommt Rubi das Faser Light. Das ist ein etwas feineres, strukturiertes Futter als das Vito, was er abends nochmal als Extraportion bekommt. Dadurch ist es halt sehr gut geeignet als Kraftfutter. Ich mische dazu noch ein bisschen Struktur, das heißt ein bisschen so wie klein gehäckseltes Heu kann man sich das vorstellen, was aber schon noch sehr fasrig ist. Das hat den Vorteil, dass einfach das, erstmal das Volumen sich erhöht von dem Futter, dass die Pferde mehr kauen müssen und dadurch einfach das Futter mehr einspeicheln, was natürlich auch dann wieder nachher für Magen und Darm gut ist und sie schlingen halt einfach nicht so, sondern sie müssen kauen. Dazu gebe ich einfach immer so ein bisschen 20 Gramm rote Beete, getrocknete rote Beete mit rein. Das mache ich eigentlich schon immer, weil das einfach gut fürs Immunsystem auch ist. Und als Mineralfutter bekommt er auch vom Marstall das Marstall Force. Das ist nämlich auch getreidefrei. Und das ist super ergiebig, also die Menge, die man braucht, um das Optimale dem Pferd zuzuführen. Das ist bei Rubi jetzt pro Mahlzeit 20 Gramm und das ist echt nicht viel. Und das ist auch, ja, das geht im Futter komplett unter, also es ist optimal. Ich finde das immer sehr wichtig, dass man nicht immer so viele Mengen von Mineralfutter oder sowas geben muss, weil viele Menge, das ist dann auch wieder, verändert den Geschmack des Futters und viele Pferde sind dann so ein bisschen mäkelig oder die halt eben auch gerade mit dem Futter so ein bisschen Probleme haben, gehen dann eher nicht so gerne dran. Deshalb ist das optimal, dass das ja, so ergiebig ist, dass man nur so wenig braucht, in Anführungszeichen. Genau, und das wird am Ende einfach alles gut durchgemischt. Wie ihr seht, lagere ich das Futter immer in so Dosen. Das sind 5 Liter Dosen, auch so Gefrier- und Aufbewahrungsboxen, die es beim zum Beispiel Real oder sonstiges gibt. Und die stelle ich dann immer vor die Box, wo dann ja quasi zu jeder Fütterung das Futter reingeschmissen wird. Wie ihr dadurch quasi auch feststellen konntet, gebe ich die meisten Zusatzmittelchen quasi mit der Abendportion. Das mache ich aber schon immer so, weil ich halt immer vermeiden möchte, dass das Hauptfutter irgendwie großartig den Geschmack wechselt, damit das halt eben das immer eine Konstante ist, wo er halt einfach sich auch drauf freut und dass das, er das gerne frisst. Abends mit den Mittelchen, erstmal sind die anscheinend alle sehr
gut zu, ja, geschmacklich sehr in Ordnung, dass das halt gut frisst. Und durch die Kräuter neutralisiert das auch nochmal so ein bisschen den Geschmack. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Mittel habe, was ich über das Zusatzfutter, also über das Abendfutter mit dazugebe, wechsle ich meistens auch die Kräuter, damit einfach quasi dieses Müsli komplett einen neuen Geschmack bekommt. Und das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und bisher haben wir, wie gesagt, wirklich gar keine Probleme mit der Akzeptanz von dem Futter gehabt. Und was ich halt auch finde, man sieht es auch zum Beispiel jetzt am Fell. Er hat einen unheimlichen Glanz wieder im Fell bekommen. Er fängt an, einfach ein bisschen runder auch zu werden jetzt mit dem Futter. Und ich glaube auch, dass das Aminomuskel Plus, was ich abends in der Extraportion mitgebe, auch so langsam seine Wirkung zeigt. Denn wir mussten jetzt schon den Sattel ändern lassen, weil er nämlich oben am langen Rückenmuskel tatsächlich etwas aufgebaut hat, was mich natürlich super freut. Auch wenn es natürlich nicht mehr vergleichbar ist mit früher, aber das Pferd ist halt auch eben nicht mehr so im Training wie früher. Und von daher, nachdem er so extrem abgebaut hatte im letzten Jahr, freut mich das super, dass wir jetzt so wieder auf diesen Weg kommen, dass er einfach wieder runder wirkt, wieder ein bisschen mehr Pferd wird und einfach gesünder aussieht. So, meine Lieben, ich verabschiede mich für heute. Ich mache jetzt hier alles fertig. Ich bin durch quasi, mein Rücken tut ganz schön weh irgendwie und ich bin froh, wenn ich jetzt gleich daheim bin. Und ja, genau. In dem Sinne verabschiede ich mich. Vielen Dank mal wieder fürs Zusehen. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!